Aber hier alles noch auf 0. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Hier die Banshee mit 11 Kills, aber da kommen jetzt die Battlecruiser. Gucken wir jetzt nochmal auf den Worker-Kill-Count. 94 zu 139. Leute, zieht's euch rein. 139 SCVs gekillt von Tarsen. Der bleibt hier scheinbar nur im Spiel, weil er halt so gut harassed nebenbei mit seinen Drops, mit dem Hero Raven, der alleine schon 30 Kills hatte. Und anders kann ich mir das auch nicht erklären. Tarsen hier nicht so ganz auf der Höhe, aber es reicht hier, um gegen Phoenix im Spiel zu bleiben. Jetzt geht er hier das Sandwich ein. Von oben Panzerbiomasse, von der Seite Panzerbiomasse und reißt hier die Stellung in Stücke von Kollege Phoenix. 1-1 jetzt hier durch auf der Biomasse und 2-1 läuft, während halt jetzt hier von Phoenix das Luftwaffenpanzerungsupgrade läuft. 160 zu 170. Der Supply Count. Gucken wir jetzt nochmal auf Units Lost. 43 zu 41.000 und wir sind jetzt hier in Minute 43, Leute. Und es geht noch weiter, das kann ich sagen. Es geht immer noch weiter. Jetzt geht's hier wieder auf die Schnauze für Tarsen. Der wird hier, schenke ich mal, wieder alles verlieren. Denn er hat hier so viele Marauder, keine Marines, keine Vikings. Und halt die Battlecruiser von Phoenix vertreiben hier Tarsen. Und gar kein Problem hier, 150 zu 140, der Supply Count. Und die Battlecruiser haben hier geklärt, denn keine Vikings, keine Marines, wie gesagt, von Tarsen. Tarsen muss hier abhauen und wird hier verfolgt, gechased von Phoenix. Und mit den Battlecruisern geht das jetzt sogar auch einigermaßen, denn mittlerweile sind die ja wieder etwas schneller geworden. 1,83 oder was sie jetzt haben, 1,88, vorher war ja irgendwie 1,5 oder was, keine Ahnung. Tarsen, nächste CC unterwegs. Und hier schon wieder so viele Little SCVs rumstehen. Das hat er hier vorhin schon gehabt. Und auch hier in der Main Base. Also wirklich ziemlich unkonzentriert hier, Tarsen. Aber das Spiel ist trotzdem sehr gut. Und zwar von beiden. Und jetzt geht es hier wieder auf die Schnauze. Die Vikings hier. Was ist denn mit den Vikings? Ja, hier Hit and Fly gegen die Battlecruiser. Dann haben die keine Chance, weil sie einfach nicht rankommen. Die Vikings sind schneller und haben eine höhere Range. Die Bodenarmee schon wieder abgeräumt hier von der Phoenix. Die letzte Viking jetzt hier. Down gegangen von Tarsen, denn auch Phoenix hat hier Vikings dabei. Der weiß natürlich, mit Vikings kann ich mich nicht anlegen, wenn ich nur Battlecruiser habe. Da die halt, wie gesagt, schneller fliegen und eine höhere Range haben. Mit Hit and Fly, wie ich es ja nenne, kann man die ganz einfach auskontern. Jetzt hier Tarsen wieder gegen den PF mit den Panzern. Und jetzt kommt hier Tarsen wieder in arge Bedrängnis, denn die Battlecruiser räumen hier von hinten seine Panzer auf. Und hier ist nichts, was nach oben schießt. Gar nichts. Er wird hier alles verlieren. Nur Marauder, nur Panzer gegen Battlecruiser. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Und hier oben wieder ein Hellion, schon 11 Kills abgeräumt. Und hier die Marauder reißen auch wieder eine Ex ab. Wir gucken gestern mal auf den Worker-Kill. 150 zu 113. 270 Worker gekillt in einem Spiel. Meine Fresse, was geht hier nur ab? Und hier in der Mitte, ja, ein paar Vikings von Tarsen. Die hätte er vielleicht mal hier vorne gebraucht. Denn hier ist seine komplette Armee down gegangen. Bis auf diesen einen Marauder, der jetzt hier auch, vor Wut. Ich klopp den Rex-Traktor zu Brei. Oh, scheiße, da kommen die Hellions. Boom. Haben sie ihn hier aus seiner Rüstung geföhnt, den armen Marauder. Ging er down. Und, ja, 0-0. Immer noch auf den Flugwaffen von Tarsen. Haben wir nochmal irgendwo einen Panzer von Kollege Tarsen? Wo, Panzer, wo? Hier übrigens das, ups, Kamera ein bisschen weggerutscht. Ah, schade, hier das Hero Hellion hatte eben noch 11 Kills. Mal gucken, wie viele jetzt gehabt hätte. Hätte mich mal interessiert. 108 zu 156 mittlerweile der Supply Count. Income-technisch sind beide ziemlich gut dabei. 2-3 zu 1-3. Tarsen hier momentan mit dem höheren Income. Und verfolgt jetzt hier die Battlecruiser. Scannt ihr nochmal und guckt, alles klar. Nur einige Vikings. Aber die Yamato killt natürlich hier die Vikings ziemlich schnell. Aber er macht sie gut mit seinem Hit and Fly. Wie sieht's aus? APM 174 zu 176. Da geht ein Battlecruiser down. Und mal gucken, wie es hier aussieht mit den anderen. Ich denke mal, einen kann er hier noch raus snipen. Einer geht down. Kein Focus Fire momentan. Der eine könnte hier instant rausgesniped werden. Jetzt geht er drauf. Und er wird hier alle Battlecruiser verlieren. Der gute Phoenix. Und seine Vikings noch oben drauf. 120 zu 120 jetzt der Supply Count. Und hier hinten ist schon wieder ein Hellion. Wie viel Kills? Ein Kill nur. Und hier hat Battlecruiser abgeräumt. Ein Tor jetzt hier am Stehen. Und verscheucht jetzt hier die Vikings. Ja, was soll man sagen? 0-0 auf den Panzern von Tarsen nach 48 Minuten. Dafür immerhin jetzt hier die Bio-Units 2-1.
Nächste CC hier geht raus für Phoenix. Ja, jetzt haben wir gerade hier, ich wollte gerade sagen, ein bisschen Ruhe. Haben wir aber nicht, denn hier in der Mitte geht es schon wieder los. Hier die Marauder gegen die Panzer von Phoenix. Aber er zieht sich zurück, denn das wäre nicht ganz so doll gewesen hier. Denn Tore auch noch jetzt mit dabei. Viele, viele Panzer. Obwohl das hier eventuell mit... Ja, doch, hätte er eigentlich packen können. CC hier geht down und die brauchen gar nicht liften, denn dann schießen die Vikings das Ding kaputt. Gar kein Problem. Und ja, während wir hier gerade im Replay sind, und ich wollte gerade sagen, hier ist eine etwas ruhigere Passage. Ich sag's aber gleich, denn eventuell gibt es hier gleich wieder so einen Schein-Clash, denn Phoenix zieht sich hier unten auf. Tarsen steht hier vorne. Gucken wir mal, wo er zurückgeht, ob er hier zurückgeht oder ob er hinten rum zurückgeht. Er geht scheinbar hinten rum und ja, ich kann euch nur bitten, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, was wir hier casten, dann macht doch einfach bitte einen Comment unter die Videos, gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr nett seid, vielleicht auch noch ein Abo hinterher von meinem Channel. Das würde mich sehr freuen. Gibt ja auch ein paar Livestreams hin und wieder. Competo Cup gibt es, Close Combat Cup gibt es, Craft Cup, Go First 2, Community Actions, so ziemlich viel hier unterwegs. Momentan hier, was die Casting-Geschichte angeht. Aber mich würde es halt freuen, wenn ich halt ein Like kriegen würde auf Facebook oder halt auch hier ein Abo auf YouTube. Das soll es dazu hier erstmal gewesen sein, denn Tarsen rennt hier gerade in die Mainbase von Phoenix und der kann da momentan gar nicht wirklich viel machen. Die Battlecruiser gehen hier down gegen die Vikings. Und da kommen jetzt aber seine Panzer. Add-ons auf jeden Fall schon mal abgerissen. Keine Battlecruiser mehr möglich hier an den zwei Starports. Hier hinten einfach mal eben an der PF vorbeigelaufen. Gar kein Problem. Die Marauder, ja, pff. Lass doch die PF schießen. Gar kein Problem. Und die ganzen angestimmten und halbtoten Marauder hier in die Panzer. 5 Panzer, Angriff 3, 65 Schaden kloppen die raus. Mit Splash, da hat er nicht wirklich viele Chancen mit so vielen angestimmten roten Maraudern. Da braucht er da nicht mehr hingehen. Und ja, wie sieht's hier aus? Jetzt 51 Minuten das Spiel gelaufen. Es ist jetzt gleich vorbei. 140 zu 150. Ich bin gespannt, wer das Ding hier gewinnt. Oh, 140, 160. Wie sieht's auf dem Army Tab aus? 27 Marauder, 4 Vikings, Panzer Marines gegen 13 Tanks, Battlecruiser, Tore. Also das ist so schwierig jetzt hier vorher zu sagen, wer das Ganze gewinnt. Upgrade-technisch auf jeden Fall hier der Kollege Phoenix vorne. Schon eine ganze Weile mit seinen 3-0er Tanks. Das Upgrade für die Rüstung spart er sich komplett. Aber Angriffs-Upgrade gibt es schon lange. Da gibt es nochmal den Stim von Tarsen. Ich denke jetzt hier ist das die entscheidende Schlacht. Die Vikings können hier noch einiges machen, aber die Panzer zerkloppen ihm einfach komplett die Biomasse von Tarsen. Der droppt hier runter auf knapp unter 100 Supply. Er war auf 103 gedroppt hier. Ich dachte, jetzt fällt das erste Mal einer nach knapp 40 Minuten einer unter 100 Supply. Das ist aber hier nicht passiert. 103 gegen 140 jetzt. Und ich denke, Phoenix wird das Ganze hier jetzt machen. Jetzt geht hier nochmal ein Battlecruiser down, aber das ist, ja... Mein Gott, da ist er halt Schrott, denkt er sich. Und jetzt geht es ja auch noch auf die 5 weiteren Barracks, die sich hier Tarsen gebaut hat. 105 zu 140. Und was ist hier unten los? Hier steht noch ein einsamer Marine, der wacht hier eine kleine letzte Wache. Und 140 zu 109. Und jetzt geht es hier, seine 5 Barracks sind jetzt hier alle Schrott. Die eine wird downgehen. Kommt der Marauder noch raus? Ist die Frage. Nein, er kommt nicht mehr raus. Und wenn, dann wäre er eh sofort Schrott gewesen. Und die Echse wird jetzt hier downgehen. Ich denke, für Tarsen ist das jetzt hier an dieser Stelle vorbei. Aber was war das bitte für ein unfassbares Spiel? 140 zu 154, 160. Oh mein Gott, 300 Worker gingen hier down in diesem Spiel. Und insgesamt über 1000 Units. Meine Fresse. Oder fast 1000. Und unfassbar. Unfassbar. Jetzt gibt es hier nochmal ein paar gestimmte Marauder gegen hier Unseach-Tanks. Aber das kann er vergessen. 70 zu 170 hier der Supply-Count. Phoenix gewinnt gegen Tarsen hier in diesem unglaublichen Spiel mit über 300 toten SCVs, einem Hero Raven mit 35 Kills und halt Panzern ohne Upgrades gegen Panzer mit Upgrades. Hier hinten auch nochmal aufgesiegt auf die CC hier. Und da kommt das GG von Tarsen. Wie viele Worker sind hier nochmal down gegangen? Einiges. Und ja, GG, super fettes Spiel. Und im Nachhinein würde ich halt mal behaupten, was hier den Tarsen so ein bisschen hätte noch helfen können, wäre halt, wenn er auch bessere Upgrades oder früher bessere Upgrades gehabt hätte. Denn der Harass war bombastisch. Gucken wir uns das nochmal an. Ich meine, am Ende war es dann halt auch bei Phoenix ziemlich gut, weil halt dann er dann zuletzt die Echsen abgerissen hat. Aber overall war eigentlich im Worker-Kill der Tarsen immer vorne.
Und mit Upgrades, ich weiß nicht. Oder vielleicht die Transition in die Banshees ein bisschen früher, denn er hat ja sehr früh gesehen eigentlich, dass bei Phoenix bloß Panzer und Hellions unterwegs sind. Da hätte ich viel früher auf R geswitcht. Kam ein bisschen spät, aber Tarsen hat ja von Anfang an selber gesagt, er ist nicht gut in Form. Und nichtsdestotrotz war es ein sehr spannendes, sehr geiles, sehr unterhaltsames Spiel. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn das eben der Fall ist, gebt mir ein Abo, gebt mir ein Like auf Facebook und... ja, wir sehen uns im nächsten Cup. Haut rein, auf Wiedersehen.